Das sieht schon mehr nach Tempel aus. Oder zumindest nach dem Weg zum Tempel. Auf jeden Fall sehr nette Ideen hat der nette Herr hier. Oder die nette Dame, ich weiß es ja nicht. Da ist der Tempeleingang. Zack. Oh, 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 oh. Da hat man also einfach die Blöcke in den originalen Cave-Level geschoben. Ist aber eine nette Idee an sich. Also hat Stil und ist auf jeden Fall was Einzigartiges. Also habe ich... Ich habe schon Ewigkeiten SMW-Hacks gespielt gehabt, so damals, ne? Und bei keinem Hack habe ich sowas bis jetzt gesehen. Also die Tempel-Idee ist ganz nett. Und Ziel. So, wir machen weiter mit Eispassage. Oh, 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 wie schön. Oh, die haben sogar Mützen, Zeugs auf, so Winterkleidung an halt. Dit ist schön, dit ist schön. Oh, das ist schön. Schöner wär's. Ich weiß es nicht, ob man das ein bisschen nachvollziehen kann. Aber schöner wär's, wenn noch im Hintergrund so We wish you a Merry Christmas oder sowas laufen würde. Das wäre noch schöner. Warte mal, warte mal. Und ah, hier ist kein Bug. Hat er also gut getestet. Warte mal, da muss ich irgendwie hoch. Ach so. Und hier auch wieder ein großes Lob, weil die Blöcke auch rutschen. Also das ist nicht so, dass die Blöcke normale Blöcke sind, sondern die rutschen auch richtig. Und sowas finde ich immer schön, wenn man so richtige Sachen reinbaut, wo man sich dann auch mal selber auf den Nacken klatschen kann. Also jetzt besonders an dich gerichtet, lieber SMW-Ersteller oder Hack-Ersteller, wie auch immer. Du kannst dir selber auf den Nacken klatschen und kannst sagen, hey, das ist mein SMW-Hack und der ist super geworden, weil ich feiere dein Hack. Okay, da muss man aufpassen, da muss man aufpassen. Hier muss man gucken, was kann man wirklich betreten, wie zum Beispiel einfach mal die Röhre betreten und herausfinden, dass man darüber geschossen werden muss. Sind natürlich Sachen, auf die ich nicht sofort komme, weil ich mir denke, boah, da wird richtig professionell gearbeitet und so Röhre betreten, Dingens, das war ja schon SMB-Zeit. Und da habe ich eine Nachricht in WhatsApp oder so bekommen, ich glaube es war WhatsApp. Werde ich mal gucken, wenn ich hier einen Cut mache. Das dauert ja nicht mehr lange.
Ah ja, es war WhatsApp. Und hier runter. Und hier hoch. Jetzt sind wir auf dem besten Wege. Upsala. Yes. Boah. Das hat mir Spaß gemacht. Sunken Ship. Das versunkene Schiff. Also auch wieder sieht man jetzt schon direkt am Anfang sehr, sehr schön designt. Also finde ich toll. Finde ich toll, dass es Leute gibt, die sowas können. Weil ich selber, naja, ich hätte das nicht so schön hingekriegt. Also ich hätte es schon irgendwie hingekriegt, aber niemals so schön, wie es hier präsentiert wird. Hier siehst du ja mit richtiger Kabine sogar. Also das ist eine gesunkene Titanic schon hier, was hier erstellt wurde. Wobei ich mich... Ah, Röhre. Ich wollte gerade sagen, wobei ich mich frage, wo geht's hier weiter? So, die Musikauswahl ist natürlich auch wieder dementsprechend sehr schön gemacht. Klingt sehr abenteuerlich. Geht das Ganze mal auf den linken Weg. Ist auch mal interessant, Super Mario auf einen anderen Weg laufen zu sehen bei SMB. Alter, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil man nicht weiß, oder zumindest nicht wusste, weil jetzt bin ich ja schon draußen, aber eben wusste ich halt nicht, wo ich gehen kann. Hier ist eine kaputte Röhre. Ich glaube, ich muss in der hier vielleicht rein, aber anscheinend nicht. Gut. Da es zwei Wege gibt, denke ich mal, ich muss hier wieder lang. Der normale Weg ist immer der richtige Weg, sagt man ja so schön. Wieder mal kaputte Röhren, also er hat sich hier auf jeden Fall was gedacht. Er hat sich hier auf jeden Fall was Nettes ausgedacht. Und hat das auch nett umgesetzt hier mit den ganzen kaputt und so. Das ist, auf jeden Fall richtig, richtig schön gemacht und da muss ich sagen, richtig Respekt an den Ersteller dieses Hacks oder die Erstellerin, ich weiß es ja nicht, ne? So, da war nichts mehr, ne? Nee. Mystery Sauce. Seuße oder so, ach, kein Plan. Ja, das, kommt mir bekannt vor.
Das ist genau das Level, was wir schon gemacht haben. Gut, dann würde ich sagen, Boss-Level Sub-Zero Castle. Sub-Zero. Habe ich mal irgendwo gehört, den Namen. Aber es ist ein Eis-Castle. Das ist schon mal eine schöne Idee. Wie das umsetzungsmäßig sein wird, das werden wir noch herausfinden. Sogar die Pilze sind aus Schnee. Könnte man fast meinen, ich habe anstatt Slowdown Speeddown gemacht. Ja, so, ne? Die Swamps sehen auch ganz interessant aus. Die lächeln sogar mittlerweile, wie man gesehen hat. Ach du Scheiße. Oh Mann, oh Mann. Okay, Pilz und Mitte. Ach, die Viecher wieder. Okay, Boss. Sub-Zero zeigt dich. Ernsthaft? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt ein richtig geiler Boss. Dabei so ein billiger SMW-Boss. Schade eigentlich. Bin ich ein bisschen enttäuscht. At Hope the Fridges Island Luigi gets a good luck. It's a surrounding lands your home, bla bla, ja ja. Judy, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und dann geht es beim nächsten Mal bei Serverway weiter. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.